Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Abenteuer-Episode hier im Verse von Star Citizen. So, wir waren ja in der... letzten Folge, haben wir ja gemeinert ohne Ende. Ja, das könnte man natürlich jetzt weitermachen, aber wir wollen ja auch noch andere Sachen machen. Heute, würde ich sagen, wollen wir mal so ein bisschen ballern, ne? Oder, Kollege? Ballern? So, ich habe mir überlegt, es soll ja auf irgendeinem Wrack NPCs geben. Ja, das ist ja irgendwie neu dazugekommen, ohne dass CIG das angekündigt hat. Einfach mal so, zack, so ein paar NPCs platziert. So, diese Mission müssen wir natürlich bekommen. So, und wie das mal so ist, ja, wie das auch bei Stein Jelinski immer so ist, kriegt man solche Sachen natürlich nicht immer. Ne, das, zum Beispiel eine Caterpillar ist das, glaube ich, nicht. Ja, es muss, glaube ich, eine Starfarer sein und sie muss auf einem Mond sein. So, darauf müssen wir einfach warten. Und in der Zeit würde ich sagen, machen wir ein paar Bounties. Ne, hier. Ist das hier? Geht das? Ah, die ging mal nicht, ne? Ja, mal gucken. Gucken wir mal aus, vielleicht geht sie ja wieder, wenn sie nicht so weit weg ist. Aber 6000 kann sein, dass sie relativ weit weg ist. Schauen wir mal. Ja, die ist zu weit weg. Das machen wir nicht. Wir müssen schon hier bleiben, ne? Sonst ist das alles, nichts. So, dann machen wir die andere. Machen wir die. So. Bringt nicht ganz so viel Asche, aber dafür ist sie wahrscheinlich hier in der Nähe. Ne, wahrscheinlich bei Jela. Ja, sieht so aus. So, was nehmen wir für ein Schiff? Wir müssen auf jeden Fall was nehmen, wo wir was mit transportieren können. Denn wir wollen ja im Anschluss noch was anderes machen, nicht nur rumballern. Und ich würde sagen, wir nehmen zu dem Zweck einfach mal, na, wer weiß es? Die Kat, nein. Wir nehmen die Legionär. Woo! Die Aurora Legionär, das ist das bestbewaffnete Schiff dieses Line-Ups. Und wir mal gucken, was die so kann. Ne, könnt ihr mal ganz kurz die Stats angucken von dem Ding? So. Wo ist er? Da. So, haben wir auf jeden Fall 4 Waffen dran. Alle gegimbelt. Das ist gut. Ja, dann haben wir 4 Raketen. Die sitzen hier oben drauf. Dann haben wir hier ein EOS. Ist, glaube ich, auch anständig. Ich glaube, das ist sogar Military. Sicher bin ich mir nicht. Das kann man jetzt leider nicht sehen, weil sie schon auf dem Landepad steht. Das sollten sie auch noch ändern. Ja. Aber gut, die sollte eigentlich relativ vernünftig sein. Ne, so einen ollen NPC kriegen wir ja wohl hoffentlich alle mal weg. So, dann mal ab und zu mal gucken, ob es dann irgendwie diese Starfarer-Mission gibt. Das würde mich ja alles... Also ich kann es ja nicht glauben, ne? Ich habe das jetzt schon aus mehreren Richtungen gehört, dass das so sein soll. Aber ich finde es ja echt erstaunlich, dass das einfach mal so reinkommt, ne? Ohne dass CIG das Große in einem Inside Star Citizen ankündigt. Hier, guck mal, NPCs jetzt da, auf dem Boden woanders, ne? Sondern einfach mal machen. Voll gut. Finde ich super. So, ist natürlich noch die Frage, ob die was taugen oder einfach nur dulle in der Gegend rumstehen. Ja, werden wir sehen. Das Problem bei den NPCs ist momentan, dass die enormen Schaden machen. Die schießen 3-mal, ist man tot. Und die schießen sehr schnell, ja. So, aber dafür stehen sie trotzdem doof in der Gegend rum. Ne, ist nicht so, dass sie sich irgendwie taktisch verhalten oder so. Das ist noch nicht so. Das kommt aber noch, ne, ist ja klar. Wir wissen ja, die Roadmap kennen wir ja auswendig. Das kommt alles noch. Ne, noch nächstes Jahr, so. So, wenn wir erstmal mit einem kleinen Bounty anfangen. Ab und zu, wie gesagt, mal ins Mobiglas schauen. Jetzt zum Beispiel. Und mal gucken. Das müsste dann hier sein bei Investigation. Hier, Crewmember Missing, Caterpillar. Was haben wir hier? Caterpillar ist es auch nicht. Und das ist eine Cave. Ja, obwohl eine Caterpillar. Nee, die glaubt, eine Caterpillar ist es. Es muss ein Starfarer sein. Glaube ich. Ja. So, deswegen warten wir mal drauf. Wird schon kommen. Hoffentlich. Ne, wenn nicht mal was anderes. Kein Problem. Läuft ja nicht weg. Ne, Hauptsache, das ist nicht so eine Stein-Jelinski-Geschichte, ne, das nie kommt. Ja, bei meinem Glück ist das bestimmt so. So, ab hier müssen wir planen. Das ist ja kein Beacon, den wir anfliegen, sondern das ist ja nur eine ungefähre Position, wo dieses Schlitzohr das letzte Mal gesehen wurde. Deswegen fliegen wir erstmal hier zu Grimhex. Irgendwie sind die auch immer an der gleichen Stelle, ne? Die Jungs. Jungs und Mädels. Weiß man ja nicht. Ne?
Oder divers. Kann auch sein. Man weiß es nicht. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir werden da jetzt mit Vollgas mal hindüsen. Wir müssen echt gucken, dass wir da nicht gegen die Asteroiden bellen. Das geht mir nicht mal ordentlich schnell. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne im Weg ist. Ne? Deswegen mal lieber ein bisschen tiefer fliegen. Aber Vollgas. Vollgas dafür. Ein Laser-Repeat hat man an dem Ding. Ich vermute mal, Size 1 wird das sein. Ich glaube nicht, dass die andere Slots haben, obwohl... Ah doch, wenn es gegimbelt ist, muss das eigentlich Size 1 sein. Ich sehe nix. Ja, dann ist der Gimbal-Mount vielleicht sogar Size 2 bei der Legionär. Gucken wir uns noch an. Na, ich will jetzt nur nicht gegen die Sonne fliegen, weil das ist wirklich sehr riskant. Oder fliegen einfach unten durch. Das ist auch gut. Nähern wir uns von unten. Volldampf. So, wo ist er? Der Schlawiner. Weg. Na toll. So, er fängt ja super an. Ne? Übrigens, wo ich ja gerade die Felsen sehe, ist das so, wollte ich euch noch sagen, wir sind ja letztes Mal mit der Prospector losgeflogen und haben hier schön gescannt und dann meinbare Materialien gefunden und so, die wir natürlich auch mit der Prospector abbauen konnten, aber auch mit unserem Multitool, ja, ich befürchte mal, hier ist nichts mehr. Und jetzt kommt's, das könnt ihr auch mit der Terrapin machen und ihr könnt es, glaube ich, sogar mit der Constellation Aquila machen, ich bin mir aber nicht 100% sicher, aber mit der Terrapin geht's auf jeden Fall. Ja, da könnt ihr zwar nicht mit minern, aber ihr könnt zumindest abbaubare Sachen finden, die ihr dann mit dem Multitool abbauen könnt und in euren Rucksack packen könnt. Ja? Und das ist doch schon mal ziemlich cool, finde ich zumindest. Ja, also kriegt das Schiff wenigstens ein bisschen Nutzen. Ne, so, hier war auf jeden Fall, das war ein Satz mit X. Ja? Wahrscheinlich war der schon weg, der Typ. Na gut, dann... Schauen wir mal, was wir noch haben. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Investigation. Da haben wir nur die... Das ist die... Ja, das ist der Typ in der Höhle. Caterpillar und Caterpillar. Dann haben wir hier ein ECN Alert. Das ist das hier. Combat Pilot Needed. Security Treat. Das wird auch alles sowas sein, ne? Ja, dann machen wir mal. Das ist ein Data-Skimmer-Zeug. Security Post-Career. Das ist auch Skimmer. Skimmer. Das sind alles Skimmer. Beacon. Geht das eigentlich mittlerweile? Combat Beacon? Aber die sind alle sehr weit weg, ne? Das wird wahrscheinlich überall woanders sein. Ja, hier. Das ist, ich glaube, da steht das sogar schon, ja. Das ist überall irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Da war Mama auch nicht. So, dann machen wir halt ein ECN Alert. Ne? Oder? Oder Data Skimmer? Ach, ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Vielleicht haben wir da was in der Nähe. Destroy. Steht da nicht, ne? Ach komm. Obwohl, ja, hier steht es doch. ST, wir gucken einfach mal. Comaray. Welchen haben wir denn hier? Das ist der ST247. Der ist in der Nähe. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie einen Auftrag haben. ST27 und da ist er. Und zack.
So, Track. So, wir können aber vorher, können wir hier vielleicht den nochmal tracken. Vielleicht kommt er ja wieder. Nein, kommt er nicht. Dann machen wir halt das. Ich will nur noch ballern. So. So, da müssen wir jetzt die Dataskimmer zerstören. Das sind irgendwelche Signale, die von NPCs ausgesetzt wurden, um diesen Com-Array zu stören. Und die müssen wir natürlich vernichten. Ja. So, ich hoffe, das Com-Array ballert nicht auf uns, weil wir haben ja einen Auftrag. Wäre ja Quatsch. So, die müssen wir jetzt erst scannen, die Jungs. Die sind hier irgendwo. Jetzt zeigt er uns nur den an. Müssen wir noch ein bisschen näher ran. So. Jetzt scannen wir nochmal. Ah ja, da sind welche. Der ist... Fliegen wir erstmal zu dem hier. Irgendwo muss aber noch einer sein. Ah, wir fliegen erstmal zu dem. Ah, da oben. Okay. Da ist noch einer. Der ist wie. Ja. Wir fliegen erstmal da. Schade, dass die immer wieder weg sind. So, das ist auch, dass sie nicht zu schnell sind, aber das geht eigentlich. Da ist er. Gucken wir den kleinen Krieg, ne? Mit unserer Legionär. Kann ich Raketen aufschießen? Oh ja, können wir sogar auch. Ah, die heben wir uns mal lieber auf. Oh, jetzt werden wahrscheinlich gleich noch ein paar Piraten angetanzt kommen hier. So, ja, das geht ja sogar, ne? So. Dann müssen wir wieder scannen. So, da kommen sie auch schon. Ne? So, die, oh, da kommen aber ganz schön viele da. Junge. So, mal gut, dass wir die Legionär dabei haben. Lassen wir erstmal rankommen. Derzeit machen wir den zweiten hier noch platt. So, noch greifen sie uns nicht an. Das ist gut. Dann scannen wir noch mal schnell. Ich hoffe, da kommen jetzt noch drei. Ja, dann düsen wir da schnell hin. So, wir haben ja nicht nur 3 Minuten Zeit. Wenn wir uns jetzt um die Jungs kümmern würden, dann wäre die Zeit sehr knapp. Und der ist auch schon. So, das war's. Jetzt können wir die Kollegen noch fertig machen hier. Haben wir da eine Cutlass Black. Na gut, dann nehmen wir erstmal die. Die ist ein bisschen abseits von den anderen. Ja, theoretisch können wir jetzt auch abhauen, ne? Ich meine, ist ja nicht so, dass die uns jagen jetzt.
Aber egal. Macht halt Spaß, ne? Das war's schon? Krass. Okay. Gut. Nächste. Ja, die Legionärfreunde, ne? Die kann was. Den hier. So, ich hoffe, das andere ist jetzt da nicht oben irgendwie so eine Caterpillar oder so. Das wäre blöd. Die hält jetzt richtig was aus, oder? Na gut, das kann auch die Rakete gewesen sein, ne? Aber an so eine Wacken hier verschwende ich keine Rakete. Kommt's noch? Zerlegt sie eh schon. Übrigens, apropos Caterpillar. Ich habe auch gehört, dass es wohl so sein soll, das müssen wir noch testen, ja? Dass wenn man eine NPC Caterpillar auseinanderballert, dass dann da Kisten rausdroppen. Oh, voll gut! Ja, das ist natürlich auch richtig feines. So, ich glaube, das war's, ne? Auftrag erfolgreich erledigt. So, was haben wir denn hier jetzt? Jetzt haben wir uns doch die Starfarer-Mission verdient. Hier. Ah, nee. Da auch nicht. Verdammt. So, gut. Dann machen wir noch was anderes, ne? Würde ich sagen. Dann, was haben wir denn hier? Was kann man denn mal so schnell machen? P.I. Wanted. Ja, P.I. Wanted ist gerade irgendwie, das geht irgendwie nicht weg. Kommt immer wieder. Ne, oder wir... machen wir dann mal. Was haben wir denn hier? Das sind alles Data-Skimmer-Gedöns-Geschichten hier. Wir können natürlich mal gucken, ob das bei der Caterpillar mit den NPCs auch so ist. Ja, ich meine, Versuch macht klug. Nehmen wir natürlich beide an, ne? Ist ja klar. Dann haben wir doppelte Kohle verdient. Aber erstmal können wir den nochmal versuchen hier. Nein, der kann weg. So, das ist Locate Copilot IG Bratwurst. Ah ne, Brathurst. So. Und dann nehmen wir noch den anderen an. Den hier. Und das ist dann die Crew finden. Also müssen wir einmal nur alle Peoples finden. Das wird alles auf jeden Fall an einer Stelle sein, denke ich mal. Ja, das ist auch da. Super. Ne? Dann können wir Bratwurst, können wir den einfach mitnehmen. Ne? Der wird dann irgendwann automatisch da getrackt. Sehr schön. Ja, Flight Recorder hat wahrscheinlich schon wer anders angenommen. Oder gibt es da nicht, oder ist zerstört, oder. Ne? Jetzt müssen wir 8 Crew-Members finden. Ich hoffe, das geht relativ schnell, weil manchmal ist das so, dann dauert das ewig. Ne? Aber egal. So. Ist das auch? Ah, das ist auch nicht auf einem Mond. Das ist im All. Boah. Achso, ja, wo bin ich denn? Oh Gott, die Starmil fliegt mit. Ja, doch, das wird irgendwo da sein. Ja, ist auch ein Beacon, sehr schön. Ja, wird wahrscheinlich vom Flight Recorder ausgehen. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall so eine Legionär, die macht schon ordentlich Dampf, ne? Ich meine, schon noch ganz okay sowas. Ich meine, das kann man natürlich mit der Mark auch machen. Ob man die Raketen aufs Dach kriegt, da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob die den Slot dafür hat. Oh, oh. Nein, nein, nein! Gut. Aber, was wollte ich sagen? Die Bewaffnung könnte man auf jeden Fall so machen. Also man könnte sich da ordentliche Waffen runter. Aber wo ich... ich weiß auch nicht genau. Ich muss gleich mal gucken, ob das wirklich Slot 2 Waffen sind, weil ich glaube, die Aurora Mark hat nämlich, glaube ich, Size 1. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ne? Aber macht nichts. Auch 4 Size 1 Waffen können durchaus Schaden machen. Ne? So, hier werden wahrscheinlich keine NPCs sein. Das wäre natürlich der Oberknaller, ja, wenn in so einem All in dem Wrack NPCs sind. Das glaube ich aber nicht. Ja, das kann höchstens sein, dass welche angeflogen sind. Das ist auch ganz cool, wenn die einfach hier ankommen, ne? Noch und so aussteigen und dann so NPCs. Voll gut. So, wir fliegen mal hier rein so ein bisschen. So, und dann... Obwohl, ich fliege mal dahin. Dann können wir mal nicht einfach von hinten uns nach vorne arbeiten. Ne? Das ist doch mal ein super Plan. So.
Dann würde ich sagen, lassen wir die Engines mal an. Wer weiß, was hier so passiert. Beziehungsweise die Engines machen wir aus. Den Rest lassen wir an. Und dann gucken wir mal. Und dann würde ich sagen, ziehe ich mich besser mal um. Ne? Denn man kann ja nie wissen. So. Also. Armor. Mal irgendwie meinen dickeren Helm. Hier, den. Ne? Da sieht man zwar mein wunderschönes Gesicht nicht mehr, aber egal. So, die Rüstung. Ne? Dicke Rüstung. So, den Rest lasse ich so. Ne? Beinchen und Ärmchen, die, das passt schon. Gut. Dann wollen wir mal. Ich möchte mal wissen, ob irgendwann NPCs sogar. Oh, hier gegen die Sonne. Mann. Schiffe klauen. Das wäre natürlich auch der Hammer. Ne, man, macht man das Schiff nicht zu und dann fliegen die da weg und verkaufen das irgendwo. Voll gut. So. Wenn jetzt hier natürlich feindliche NPCs im All rumschweben, dann fresse ich einen Besen. Dann mache ich meine Kamera an, dass ihr mich seht und dann esse ich den. Ne? Oh, hier. Hab gleich den Co-Piloten gefunden. Das ja mal. Ne? Oder? Doch bestimmt. Nee, das ist doch der Security Officer. Hä? Sollten wir nicht den Co-Piloten finden? Oder kriegen wir jetzt für die einzelnen Personen Geld? Das könnte ja auch sein. Schauen wir mal. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So pro Person. Wäre aber auch neu. Ne? So, da ist nichts mehr. So. So, das Gute ist bei der Caterpillar, das ist eigentlich nur ein Schlauch. Und das sollte eigentlich relativ übersichtlich sein, das Ganze. Deswegen, ne, kein Problem. So, hier fliegen wir mal rein. Meistens stecken die Kollegen noch in so Kisten drin. Ja, in solchen, ja, da zum Beispiel, ne? Oh Mann. Hier, warte. Hier. Kuckuck. Ich will jetzt runter. Kuckuck. Oh Mann. Gut. Next one. Ja, man kriegt wirklich pro die Person die Kohle. Das ist ja cool. Ja, das gefällt mir. So, was ist das hier? Muss ich auch mitnehmen? Nee. Immer gleich zu viel verlangen. So, dann fliegen wir hier raus. Ja, finde ich super. Ne? Dann kann man zumindest sagen, wenn man nicht alle findet, sagt man, ach komm, wisst ihr was? Habe ich wenigstens die. Ne? Und dann muss da so ein armer Kollege. Was ist denn das? Ich hoffe, in der Box ist nicht einer da hinten. Das wäre ja was. Ne? Muss da nicht so ein armer Kollege noch wegen einer Person hierher? Ne, oder was auch sein kann, ist, dass man die Mission halt zu mehreren annehmen kann. Also, dass jetzt irgendwer, jetzt nicht Mission Sharing, sondern irgendein anderer, die noch annehmen kann und dann, was man findet, findet man, ne? Das ist auch nicht schlecht. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Huch. So, wenn irgendwann hier noch NPCs im EVA auf uns warten, dann nicht, wie gesagt. Also, das wäre ja wirklich. Ich habe den Besen schon hier. Ne? So, irgendwie finde ich aber hier zu wenig. Erst 2 von 8. Das muss besser werden. Ne? So, noch zu wenig draußen hier. Normalerweise fliegen hier draußen auch noch so rum. Ah, ich glaube, da ist einer. Da fliegen wir erstmal hin, dann fliegen wir aber gleich nochmal zurück. So. Komm. Zack. Numero tres. Oh, das wird immer, wir kriegen immer mehr Geld. Das,
geht prozentual nach oben, das Ganze. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So einen Ansporn an den letzten zu finden, weil der gibt dann nochmal richtig Kohle. Finde ich gut. So, fliegen wir mal hier rein in das gute Stück. So, dann sollen wir irgendwie durchfriemeln, obwohl, wie es aussieht, kommen wir hier gar nicht durch, ne? Alle Türen zu. Ne, da müssen wir anders lang. Dann müssen wir einen anderen Eingang finden. Da oben ist noch einer. Ich glaube, das war nicht der, den ich gerade hatte. Obwohl, das ist wieder weniger. Obwohl, kann auch durchaus sein, dass die wahrscheinlich dann, dass der Captain am meisten Kohle bringt. Ne? Ach, was weiß ich. So, da kommen wir her, ne? Ja, da ist ja auch unser Schiff. So, da kommen wir rein. So, kann man da durch. Oh, da ist einer. So, wer war das? Das war der Pilot. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten der jetzt gebracht? Irgendwas 900, ne, oder? Weiß es gar nicht. Kommen wir hier noch weiter? Nee, ne? Das war's dann. Nee, das ist auch die Tür zu. Da hinten ist, glaube ich, keine Tür. Da müssen wir in das andere Modul so reinkommen irgendwie. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Das ist noch ein Gang. Da können wir nochmal reingucken. Jetzt aber keiner. Okay. Oh. Dann müssen wir natürlich noch in das Flugmodul. Das ist da hinten abgesprengt. Da müssen wir auch gleich noch hin. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein. Wenn wir reinkommen. Ne? Sieht gar nicht so aus. Obwohl da. Ein bisschen gruselig alles, ne? So, vor allen Dingen, wenn dann hier irgendwann noch NPCs auf uns warten, dann wird das noch gruseliger. So, da kommen wir durch. Da fliegen wir auf jeden Fall mal kurz durch. Werden wir so wahrscheinlich schlecht durchkommen. Wow. Ah ja, da ist noch einer in der Embryo-Haltung, ne? Ups, nein. Okay. Kommen wir nicht raus. Zwei Leute noch, ja. Und das sind die, die am meisten... Oh, hier, guck mal, das ist der Co-Pilot. Ja, jetzt müssten wir auch noch unsere andere Kohle kriegen. Hier, das war Bratwurst. Sehr schön. Ja, und so wird doch langsam Schuh draus, oder? So verdient man doch sein Geld. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Und ohne NPCs. So, jetzt fliegen wir nochmal dahin in das Modul. Der andere ist wahrscheinlich da hinten. Ja? In der Box da hinten, in der gelben. Wehe. Ja, das Teil wird ja später auch ein eigenständiges Schiff werden. Ja. Ah ja, da ist einer. Haben sie aber gut verteilt, die Jungs, ne? Muss ich sagen. So, wir müssen irgendwie... Müssen wir noch hier hochkommen. Da war noch irgendwo eine Leiter. Hier, ne?
hier ist keiner. Schade. Ich dachte schon, das wäre es ja gewesen, ne? Mal auf Anhieb das Ding fertig gemacht. Ohne suchen. So, hier können wir aber auch raus. Oder? Nee, doch nicht. Ah, lieber nicht. Ja, nicht, dass wir uns hier noch irgendwie verbuggen. Ne? So, ja, Freunde. Den letzten findet man meistens immer ganz schwer. So, der ist dann irgendwo. Ne? So, wo ist der jetzt? Kann natürlich echt sein, dass der da hinten in der Kiste irgendwo ist, ne? Aber ganz ehrlich, habe ich keinen Bock. Ja, wir werden jetzt hier nochmal langsam zurückfliegen. Nochmal so ein bisschen alles abklappern von außen. Mal hier zwischen nochmal, da haben wir auch noch nicht geguckt. Aber ein Flight Recorder ist ja auch nicht, ne? Sonst hätte das irgendwie gepiepst. Irgendwann. Also der ist auf jeden Fall nicht. Oder schon geborgen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Huh. Ja gut, das ist ein Triebwerk. Da wird keiner drin sitzen. Ja, der ist. Den hatten wir da, glaube ich, schon. Den hier. Ja, den hatten wir schon. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich von hier, ja, von diesem Ort. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ich versuche mal, diese Starfighter-Mission zu kriegen. Ja, das wäre ein Träumchen. Ich suche jetzt noch so ein bisschen rum. Werd mir mein Geld abholen und dann bis bald, würde ich sagen. Also, tschüss. Macht's gut. Ne, warte, hier, so. Der gute alte im Weltraum Stehtrick. Zeig's euch. So. Tschüss.